Okay, machen wir es kurz und schnell. Turmfunk ist live vor Ort, beziehungsweise hier am Karlbachweg beim Abschlusstraining anwesend gewesen. Neben mir unser Regensburger Urgestein Olli Hein. Servus, grüß dich. Olli, grüß dich. Meine erste Frage, erstes offizielles Turmfunk-Interview. Bist du nervös? Naja, die Zeiten sind vorbei, wo man bei Interviews nervös ist. Ja, mal was Neues ausprobieren wieder. Ich finde es eine coole Sache und da bin ich immer dabei. Freut uns natürlich zu hören, denn du warst auch schon mal live on air sozusagen beim Spiel. Weißt du noch, gegen wen das war? Ja, das war im Frankenstadion, im alten Frankenstadion gegen Club 2. Haben wir leider verloren, das Spiel, deswegen keine so guten Erinnerungen daran, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, soll sich ändern, vor allem auch auswärts. Jetzt am Freitag kommt Illertissen zu uns ins Jahnstadion. Wir Turmfunker sagen immer noch Jahnstadion, wir dürfen das. Aber natürlich offiziell die Continental-Arena. Wie hat sich die Mannschaft darauf vorbereitet? Konnte man sich schon darauf vorbereiten? Hat man sich den Gegner angeguckt? Und vor allem die wichtigste Frage im Abschlusstraining habe ich gesehen. Es ging viel über außen. Ist das ein Mittel gegen Illertissen? Ja, wir wollen jetzt da noch nicht zu viel verraten, aber klar, wir haben den Gegner analysiert. Akribisch uns vorbereitet die Woche. Wir haben leider letztes Wochenende kein Spiel gehabt. Deswegen sind wir jetzt heiß auf das Heimspiel am Freitag. Wir wollen ja wieder mit die drei Punkte zu Hause lassen. Wollen die gute Leistung aus der Vorrunde in Illertissen bestätigen. Wollen nochmal so ein souveränes Spiel abliefern und das haben wir uns als Ziel gesetzt. Ja, das wäre natürlich auch meine nächste Frage gewesen. Das Spiel gegen den FC Amberg ist leider ausgefallen. Viele denken eher ein Nachteil. Wir hoffen natürlich alle, dass die Mannschaft heiß sein wird. Spürt man in der Mannschaft eine Drucksituation? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Da natürlich dürfen wir nicht verheimlichen, Burghausen vorlegen konnte. Ja, ich würde jetzt das nicht so hoch hängen. Ich denke mal, das war uns vor der Saison schon bewusst, dass in jedem Spiel der Druck bei uns liegt. Wir machen uns selber den Druck. Das ist der einzige, den wir aushalten müssen. Den haben wir in jedem Spiel. Wir versuchen einfach, jedes Spiel anzugehen. Wir müssen sowieso versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist ja das, was wir uns vorgenommen haben, das auch unser Ziel ist. Und da geht jedes Spiel, fängt bei 0-0 an. Und zwar morgen am Freitag, genauso wie nächste Woche dann. Das hoffen wir natürlich alle. Anstrengende Rückrunde, Nachholspiel unter der Woche, dann wird es zum derzeitigen Tabellenersten gehen. Klar, wird anstrengend. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Glück. Jetzt habe ich natürlich noch eine letzte Frage, viele Fans interessiert. Deine persönliche Lieblingsposition. Wo siehst du dich? Viele wollen dich gerne wieder auf der 6. Momentan bist du auf der Außen. Ja, das kann man nicht so einfach beantworten, weil es zwei total verschiedene Positionen sind. Klar, im Moment liegt mir einfach das auf der Außenbahn einfach besser, weil ich es jetzt einfach regelmäßiger gespielt habe. Weil man braucht einfach Automatismen in seinem Spiel und da gehört es einfach dazu, dass man eine Position einfach regelmäßig spielt, dass man sich da hineinfindet, dass man auch mit seinem Nebenmann ein gutes Team bildet, dass man so harmoniert, dass man weiß, wie jeder funktioniert. Und da gehört es eben auch dazu. Deswegen ist es im Moment einfach so, dass ich mich außen wohler fühle. Alles klar, Olli. Das war's schon. Sage ich vielen herzlichen Dank. Wir wünschen viel Glück für morgen. Und für alle anderen gilt natürlich, Turmfunk wird wieder 15 Minuten vor Spielbeginn live dabei sein. Wer nicht ins Stadion kann, und das ist die einzige Ausrede, nur wer nicht ins Stadion kann, wird uns dann live on air wieder hören. Für alle anderen gilt natürlich, die Mannschaft zu unterstützen. Bis dann.